Peace, Leute, guten Tag. Bin gerade auf Klo. Warum ich mich jedes Mal frage, warum ich keinen Freund habe, ich fühle mich, während ich auf Toilette bin. So startet mein wunderschöner Montagmorgen. Ich war tatsächlich schon im Bettchen und war produktiv. Das sagt auch jeder Influencer. Aber es ist wirklich so. Ich muss einen TikTok für einen Kunden schneiden und es muss zum vierten Mal zur Abnahme, weil ich die ganze Zeit Scheiße baue. Ja, das ist genauso wie damals in der Schule. Ich liefere einfach nicht ab. So, und ich habe heute mal wieder nicht in meinem Bett geschlafen, sondern auf meinem Sofa. Keine Ahnung warum. Aber erster Griff. Ja, so sieht mein Nachtschränkchen aus. Super interessant. Ganz viel Katersachen, warum wohl? Tampons. Und ja, aber ich brauche eine Augenmaske. Meine Koffer sind immer noch nicht ausgepackt. Aber na gut, ich kam auch gestern erst wieder an. Und übrigens, ich habe mein Wohnzimmer ein bisschen verändert. Das ist jetzt Schreibtischplatz. Das ist jetzt Dingregal. Ey, ohne Witz, ich habe euch ja gezeigt, ich habe jetzt einen Schreibtisch. Aber ich bin 100%, das war auch damals schon in der Schulzeit so. Ich bin 100% ein Kind. Ja, ich bin für diese 24, aber ich fühle mich noch wie ein Kind. Ein Mensch, der nicht am Schreibtisch arbeitet. Ich wünschte, ich könnte es. Aber wenn ich am Schreibtisch bin, ich lenke mich einfach zu sehr mit anderen Dingen ab. Es ist einfach so. Und wir haben gleich auch schon. Also es ist schon 12 Uhr und ich sehe immer noch so aus. Manche Leute waren in der Zeit schon drüber beim Sport, wisst ihr? Und ich hänge jetzt hier. Fun Fact. Dachte ich, dass ich gestern singen kann. Also jetzt mal Real Talk. Hab ein Shirin David Lied angemacht und hab versucht nachzusingen. Als ich mir die Audiodatei dann so ohne Shirin Davids Song im Hintergrund angehört habe, wollte ich mein Handy einfach nur gegen die Wand schmeißen, weil sich das so schlimm angehört hat. Ich kann nichts besonders gut, außer essen. Und das kann ich jetzt sehr, sehr gut. Es sieht gar nicht yummy aus, aber es schmeckt heftig. Ja, was soll ich sagen? Ich habe euch schon gesagt, was es ist. Deswegen yummy, yummy. Fetz, fetz, let's go, ab in meinen Magen. Ich komme mal ins Tageslicht. Ich bin quasi gerade vor unserem Podcast-Studio. Ich warte darauf, dass ich ja, dass mein Testergebnis kommt. Ich habe nämlich, weil ich ja die letzte Woche krank war, auf Safe nochmal einen Corona-Test gemacht. Sicher ist sicher, Leute. Und ja, gleich ist Aufnahme. Ich habe bis jetzt mal Corona-Test positiv ist. Ich habe Schnelltest gemacht, die waren alle negativ. Angst. Ja, Katastrophe. Und Leute, das Ergebnis ist da. Ich bin negativ. Jetzt gehen wir ins Studio. Hey Luca, ich bin hier wieder am Vloggen. Ich bin negativ. Du kannst ja trotzdem Grippeviren haben. Ja, hab ich auch. Ich gehe nicht in ein paar Stunden mit dir. Ja, okay. Bis gleich. Warum glaubst du? Ja, warum nicht? Arbeiten! Bisschen Geld verdienen, jetzt wo der Dezember vorbei ist. Ja. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ich sag, hey. Ab ins Studio. Leute, Podcastaufnahme ist durch. Ich habe mir bei TK Maxx, ich stelle mal hier hin, ich war nämlich vor ein, zwei Wochen war ich bei TK Maxx und habe mir diese pinke Flasche gekauft. Ich finde die total hübsch. Ich sehe die auch voll oft auf Instagram mit so At 8 am, you must be drink this line. So, wisst ihr? Ja. Und daran versuche ich mich zu halten. Klappt mehr oder weniger ganz gut, aber auch hier die Öffnung. Guck mal, ich drücke drauf. Satisfying, oder? Ja, ich wollte nur sagen, Podcast ist durch. Ich bereite jetzt quasi alles für den Stream vor. Ich stelle meinen Laptop auf, muss alles kurz verbinden, muss alles an so ein Ladegerät stecken und dann kann ich heute Abend streamen mit Luca. Wir streamen ja Minecraft. Ja.
Wer hätte jemals gedacht, dass mir Minecraft Spaß machen wird. Aber ja, anscheinend bin ich auch so eine Zockermaus, Alter. Irgendwie finde ich das total der Flex, dass meine Flasche so aufgeht. Leute, hier kommt die professionellste Production. Ich habe jetzt quasi alles aufgebaut. Hier erstmal mein Mikrofon. Ich habe jetzt endlich alle Podcast-Hörer. Ich habe jetzt endlich ein Podcast-Mikrofon. Very cool. Luca und ich im Hintergrund. Sau stark. Ja. Mein Laptop. Mit dem streame ich alle Streamer. Haben immer so ein richtig fettes Setup, aber ich streame ja eigentlich nicht. Ich zocke ja nur nebenbei und bin im Stream dabei. Da mein cooles Focusrite, 1000 Kabels. Ich muss jetzt noch meinen Laptop verbinden. Dabei trinke ich eine Cola Zero. Der Stream beginnt jetzt. Ich tue es, als ob es meine Instagram-Story wäre, weil wenn ihr das Video guckt, ist der Stream schon vorbei. Ja. Krass. Schön, oder? Und grinde gleich mit rein in Minecraft, Alter, ich spinne. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade im Stream und so sieht mein Haus aus. Sieht cool aus, oder? Das rechte. Ja, leist einen Kommentar und ein Abonnement da. Tschüss. Okay, Leute, der Stream ist over. Die Leute, die den Stream gesehen haben, ihr habt gesehen, ich wurde echt oft fast gekillt. Ja, ich muss gleich nochmal meine Steuern vorbereiten, denn morgen kommt mir... Ich habe nämlich so eine Hilfe, die hilft mir bei den Steuern, bei den Belegen und alles. Die kommt morgen um 12 Uhr vorbei, deswegen muss ich noch ein bisschen was vorbereiten für den January. Richtig gut, guck mal, wie viel ich schon getrunken habe. Fast ein Liter jetzt. Ja, super, Sandy. War ein tolles Spiel. Ich bin einfach so dermaßen schlecht in Minecraft. What the fuck, Alter. Ich kann ja so schlecht sein wie ich. Ich denke mal, es gibt bald ein Streaming-Highlight von Luca. Den werdet ihr dann sehen. Ja. Leute, ja. Es ist mittlerweile 1.46 Uhr. Was? Seht ihr das? Oh mein Gott, es ist schon so spät. Ja, ich sitze aber immer noch an meinen Steuern dran, denn morgen kommt ja meine Buchhalterin und ich bereite hier quasi morgen alles schon vor, damit wir morgen nicht so lange dran sitzen, weil ich nicht so lange Zeit habe, weil ich direkt morgen gefühlt von Termin zu Termin hüpfen werde. The hustle is real. Ja, haben wir aber eben da, wir haben zusammen Salat gemacht, gekocht. Und, ja, haben so ein bisschen wegen Karneval, wie heißt denn das nochmal? Karneval? Ja, Karnevalkostüm gebrainstormt. Wir wollen mit unserer Fünfertruppe quasi ein Gemeinschaftskostüm machen. Ich bin echt gespannt, was wir machen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, wir tendieren momentan sehr krass zu Power Rangers. Aber ich brauche ja quasi ein Kostüm für Donnerstag. Ich gehe Donnerstag los, Samstag und Sonntag. Ich brauche quasi drei Kostüme. Ja, aber bis jetzt ist in meinem Kopf nur eins, was ich werden will. Ich will an einem Tag entweder Asterix oder Obelix werden. By the way, ich bin zu 100% eine Person, die sich am Karneval nicht sexy ankleidet, sondern einfach lachkick und witzig. Das ist irgendwie mehr mein Geschmack. Ja. Übrigens auch schon die zweite Flasche fast leer. Ich trinke jetzt mal aus. Okay, zweite Flasche ist leer. 2 Liter heute getrunken. Boah, bin sehr stolz auf mich selber. Jo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein paar Einblicke in meinen Montag. Ja, ich versuche übrigens momentan wenigstens einmal die Woche ein YouTube-Video hochzuladen. Ja, ich hoffe, euch gefallen die. Ich müsste die eigentlich auch mal mehr teilen auf Instagram und so. Ich vergesse das immer. Ich lade es hoch und dann vergesse ich, dass ich ein YouTube-Video hochgeladen habe. Eure Sandy. Ich wünsche euch einfach einen tollen Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer ihr das Video seht. Ich küsse euch aus der Ferne. Bye, bye.